So, meine Herrschaften, jetzt habe ich aber wirklich genug. Ja, auch. Liebe Frau Nachbarin, Sie sind eine reizende Frau. Sie verstehen sicher auch etwas vom Seiltanzen, aber vom Skatspielen haben Sie keine Ahnung. Da kann man nur weinen. Na bitte, lassen Sie sich nicht stören. Sie haben die Bigflöte und eine blanke Dame in der Hand. Könnte mich kringeln. Wenn Männer Skat spielen, dann bumst es immer. Das für Scherze, der verdammten Görn. Na, wir waren doch auch mal jung. Nicht? Ich nicht. Häschen ist gleich als ausgewachsener Mann auf die Welt gekommen mit dem Spitzbau. Ach, die arme Mutter. Ich verstehe gar nicht, wie man aus einem so kleinen Spaß so eine Affäre macht. Und ich verstehe nicht, wie man eine blanke Dame auf den Tisch legen kann, wenn man die ganze Pikflöte in der Hand hat. Komm, Max, du musst morgen zeitig raus. Ach, oh. Sie wollen schon gehen? Es wird Zeit für uns. Schade. Was ist denn eigentlich hier los? Frag nicht so dumm, bring die Herrschaften zur Tür. Sie müssen Häschen nicht übel nehmen. Er will ihm immer recht haben. Hab ich auch. Da sehen Sie, aber er hat ein goldenes Herz. Ja, na, also, wenn es denn sein muss, aber es war wieder mal urgemütlich. Herr Nachbar, Sie sollten mal Ihren Blutdruck messen lassen, ja? Wissen Sie einen guten Arzt? Sehr gut. Wiedersehen. 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 Bertha! Ach du liebes Bisschen! Jetzt fällt sie schon über ihre eigenen Füße! Nee, was hat denn, Butter? Mein Lebtag habe ich nicht so einen Trampel gesehen wie sie! Trampel, das hat nur dich immer zu mir gesagt! Du warst aber die höchste Zeit, dass sie es erfahren! So befeuerbehandelt! Unglaublich, wie leichtfertig manche Leute fahren. Neuer Bedenken, die Versicherung wird schon zahlen. Häschen, halte keine Volksreden, das macht mich ganz nervös. Der routinierte Autofahrer darf sich durch nichts nervös machen lassen. Ich bin aber nicht routiniert. Ja, du stellst dich auch wirklich selten dämlich an. Ein Dutzend Fahrstunden muss man doch allmählich sicher sein. Du tötest mir allmählich den letzten Nerv. Mit der Liebe und dem Bein. In des Lebens Sonnenschein. Siehst du denn das Schild nicht? Frostaufbruch. Bums! Na, natürlich. Auf ein paar Federn kommst dir nicht an. Weißt du, Häschen, du hast so eine reizende Art. Wenn ich nicht beide Hände zum Steuern brauchte, dann würde ich dir jetzt mit Wonne eine kleben. Enge Ortsdurchfahrt. Na, den Helm ab zum Gebet. Alle vor meinem Wagen. Und guck mal, lauter Kühe. Ja und? Außerdem sind das keine Kühe, sondern Ochsen. Hallo, pass jetzt ein bisschen auf die Rindviecher auf. Schmira, wo willst du denn hin? Sie! Hallo! Sie! Verkehrsregeln habt ihr hier wohl nicht. Ist dir was passiert? Wieso? Ist doch alles sehr gut gegangen. Ausgezeichnet. Das ist ja die Höhe. Was wird sie doch teuer zu stehen kommen? Ach, jetzt hole ich aber die Polizei. Ja, die Polizei. Du bringst es immer auf den Schreck. Ich danke, endlich. Guck mal, vernünftiger Mensch. Ich habe direkt Schnittlauchlocken. Hier, mein Schatz. Dankeschön. Siehst du, was habe ich gesagt? Deine Kühe. Ochsen. Oh. Hey, hallo, Sie bleiben Sie mal da. Ihren Führerschein. Aber den habe ich ja noch gar nicht, Herr Wachtmeister. Ich mache ja erst morgen meine Fahrprüfung. Und da setzen Sie sich halt schon an Steuer. Ja, mein Mann wollte mir noch so die letzten Feinheiten beibringen. Sonst ist die letzte Feinheit. Dem werde ich auch was beibringen. Hauchen Sie mich mal an. Und Sie auch? Aha. Was heißt aha? Gesoffen hab's auch. So, Kinder, macht doch keine Staatsaktion aus der Geschichte. Was kostet das? Wenn Sie Glück haben, die Nacht bei ihr zu bleiben. Na also, was habe ich gesagt? Er gibt selber zu. Ich gebe gar nichts zu, du Donnerwetter normal. Ich bin im Haus geblieben, weil sie Angst vor dem Gewitter hat. Sie ist erst in ihr Zimmer hinaufgegangen und ich habe unten in der Halle gesessen. Dann ist sie wieder heruntergekommen, weil es so geblitzt hat, hat sie auf das Sofa gelegt und Sie natürlich auch. Ich danke. Weitere Einzelheiten wollen Sie uns bitte ersparen. Unglaublich! Sie trauen anderen alles Schlechte zu, was Sie selbst im Schilde führen. Für was halten Sie mich eigentlich? Für das, was Sie in Wirklichkeit sind, Sie!
Das ist eine Unverschämtheit! Das soll sie auch sein! Aber das ist doch bei dem Alter des Herrn Wendland schon rein biologisch absurd, ihm das Kind von der Rita in die Schuhe schieben zu wollen. Also, wieso absurd? Erlauben Sie mal, so absurd ist das ja nun auch wieder nicht. Du, und dann ist er auch noch beleidigt, wenn man Auerhahn zu ihm sagt. Ich verbinde mir! Sie haben sich gar nichts zu verbinden. Das ist doch unglaublich! Ich weiß ja genau, was Sie jetzt denken. Aber warum tun Sie es denn nicht? Schmuck! Ja. Ich lasse euch alle nachsitzen. Ihr müsst alle bestrafen. Sie müssen sofort verurteilt werden. Und ich verlange von ihm, dass dieser Büchling ins Gefängnis kommt. Das alles hat mal seine Grenzen, ja? Der Mann ist ja nicht mehr normal. So. Sie haben wohl einen Vogel. Wieso? Vermissen Sie ihn? Also zum Baum mal weiter. Hinsetzen, hinsetzen. Wer hat hier gebellt? Sie. Ich kann doch gar nicht bellen, ich bin ja kein Hund. Herr Sperling, ich auch nicht. Herr Sperling, ich finde Ihre Behauptungen reichlich leicht. Vergiss es. Hinsetzen.